herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Play at Homes Hörspielecke. In unserer heutigen Episode geht es regelrecht hellenhaft zu. Die Rede ist von genau. Auf den Straßen dieser Stadt treibt das Böse sein Unwesen. Es hält Gotham City fest im Griff. Nun ist es an mir, dem kriminellen Treiben ein Ende zu setzen. Am Tage bin ich Bruce Wayne. Doch nachts bin ich der dunkle Ritter. Ich bin Batman. Zunächst wie immer hier ein paar allgemeine Fakten zum Hörspiel. Das Hörspiel dreht sich um Batman. Das Label Highscore Music veröffentlichte in Partnerschaft mit Warner Brothers die Serie. Die allererste Folge erschien am 13. September 2013. Das Hörspiel selber ist in Staffeln eingeteilt, die eine eigenständige abgeschlossene Handlung bieten. Die Staffeln bedienen sich der inhaltlichen Vorgabe aus den Comics. Auf die Ereignisse einer Staffel wird in einer anderen Staffel, wenn, nur ganz grob eingegangen. Die Geschichten sollen nach den Ereignissen des Kinofilms Batman Begins spielen, was aber nicht unbedingt von Belangen ist. Bislang erschienen 4 Staffeln mit 16 Folgen. Bruce Wayne ist bereits vorausgeeilt und nicht mehr zu sehen. Doch Alfred weiß sehr genau, wo sich der Herr des Hauses bereits aufhält und was er macht. Er verwandelt sich in sein alter Ego, den dunklen Ritter, den Kämpfer gegen das Unrecht auf den Straßen Gotham Cities. Er wird zu Batman. Ich erzähle euch jetzt, was in den 4 Staffeln passiert. Aber nur grob. Der Protagonist der Serie ist übrigens Batman, falls ihr das nicht wusstet. Die erste Staffel trägt den Titel Gotham Knight. Hier wird Batman mit verstümmelten Leichen konfrontiert, die an das Flussufer des Gotham River angespült werden. Einen Anhaltspunkt dafür gibt es nicht und noch bevor der dunkle Ritter sich das Geschehen genauer anschauen kann, taucht ein mysteriöser Mann in Schwarz auf und begeht einen spektakulären Raubüberfall. Wie das alles nun zusammenhängt, welche Rolle die Polizei von Gotham City dabei spielt und was Batman gegen seine Widersacher unternimmt, wird in 3 Folgen erzählt. Meine Damen und Herren, werte Besucher der Apparel-Plattform, dies ist ein Überfall. Ich bin der Mann in Schwarz. Und Sie alle haben gesehen, was für einen Schaden meine Waffe anrichten kann. Wenn Sie nicht wie der Aufzug enden wollen, also mit einem riesigen Loch in Ihrem Leib, dann werden Sie jetzt schön brav kooperieren und mir Ihr Hab und Gut überlassen. Mit etwas Glück können Sie dann heute Abend in den Nachrichten sehen, wie sich diese Geschichte hier entwickelt. Und vor Ihren Freunden damit angeben, die ersten Opfer des Mannes in Schwarz gewesen zu sein. Nun möchte ich Sie bitten, sich vor mir in einer Reihe aufzustellen und Ihre Kostbarkeiten in diesen Sack hier abzuliefern. Sie haben 2 Minuten. Die Zeit läuft. Die 4 Episoden umfassende 2. Staffel trägt den Beinamen Inferno. Und genau ein solches passiert auch am Anfang der 2. Staffel im Arkham Sanatorium. Keiner weiß, ob der Anschlag von innen heraus oder von außen ausgeführt wurde, was aber klar ist, der Joker konnte fliehen. Batman muss hierbei natürlich zur Tat schreiten und den Clownprinz des Verbrechens hinter Schloss und Riegel bringen, bevor dieser die Stadt ins Chaos stürzen kann. Doch nicht nur der Joker tritt hierbei als Gegenspieler von Batman auf, nein, auch Enfer hat hier noch eine Rechnung mit dem dunklen Ritter offen.
Als wenn das alles nicht schon schlimm genug wäre, setzen sich die Medien immer kritischer mit Batman auseinander und auch um Bruce Waynes Firma stehen die Sterne nicht sehr günstig. Sehr schön, da ist ja der Held unserer Geschichte. Wie anmutig er sich doch in das Gebäude begeben hat. Und da kommt er schon wieder raus, mit einem der verletzten Feuerwehrmänner über der Schulter. Abgelegt und schon ist er wieder auf dem Weg zurück ins Gebäude. Welch Heldenmut. Nun gut, dann kann die Show ja beginnen. In der dritten Staffel tauchen wir ein in die Geschehnisse von No Man's Land. Gotham City liegt nach einem gewaltigen Erdbeben in Schutt und Asche. Bruce Wayne hat alles versucht, doch auch sein Geld reicht nicht aus, um die Stadt zu retten. Batman ist verschwunden und Joker, Pinguin und Two-Face haben die Stadt unter sich aufgeteilt und herrschen grausam über ihre Gebiete. Das GCPD scheint machtlos und nur noch wenige Officers sind in der Stadt verblieben. In dieser Staffel erleben wir auch zum allerersten Mal Barbara Gordon alias Oracle, die alles versucht, um Batman in das Geschehen wieder mit einzubinden. Doch warum Batman zurückgetreten ist, ob er die Stadt ihrem Schicksal überlässt und wie ihm weitere Mitglieder der Bat-Familie unterstützen wollen, solltet ihr in den 6 Folgen der Staffel doch schon selber erfahren. Persönliches Tagebuch. Eintrag Nummer 1. No Man's Land, Tag 1. 0001, Zulu. Hallo, Dad. Das hier fällt mir schwerer, als ich dachte. Aber ich muss jetzt einfach ein paar Dinge loswerden. Es gibt da ein paar Geheimnisse. Ich wünschte, es gäbe einen anderen Weg und ich hoffe, dass du diese Worte sowieso nie lesen wirst. Das Problem ist, dass ich einfach nichts mehr zurückhalten kann. Ich kann nichts mehr für mich behalten. Keine Halbwahrheiten, keine Lügen, nicht mal irgendwelche Ausreden. Das ist er nun. Der Moment der Wahrheit. Alles oder nichts. Sowohl für uns, als auch für ganz Gotham City. Ich muss nun alle Masken fallen lassen. Ich muss alles verraten, was ich entweder durch das Vertrauen anderer in mich oder durch Betrug erfahren habe. Nichts ist mehr heilig. Du wirst denken, dass ich dich zum Narren halte. Aber wenn du eines in deinem Leben nie warst, dann ein Narr. Die erste Maske fällt. Ich war einst Batgirl. Jetzt nennt man mich Oracle. Mein richtiger Name ist Barbara Gordon. Die neueste und bislang letzte Staffel heißt Stone King. In dieser Staffel geht es nicht nur um Batman, sondern um die gesamte Justice League. Diese kann nach einem Erdbeben in letzter Sekunde einen Bruch im Staudamm von Gotham und somit auch eine großräumige Überflutung verhindern. Allerdings wird dadurch eine Pyramide freigelegt, die auf dem Grund des Stausees geschlummert hat. Kurz darauf passieren in der Stadt ungewöhnliche Vorgänge und Batman und der Rest der Gerechtigkeitsliga gehen der Sache nach und entdecken bald die Ursache der Probleme und damit verbunden auch ihren bislang größten Widersacher. In den 3 Folgen erleben wir an Batmans Seite Superman, Wonder Woman, Flash, Green Lantern und den Martian Manhunter. Green Lantern. Der Damm kann jederzeit einstürzen. Nutze die Kraft deines Ringes, um ihn zu stabilisieren. Alles klar, Batman! Manhunter, bring die Leute, die sich noch auf dem Damm befinden, in Sicherheit. Ja, Batman. Flash, begib dich umgehend ins Tal und warne dort alle. Schon erledigt! Meiner Meinung nach gibt es in der Hörspielserie nur einen wirklichen Hauptcharakter, aber ich muss ja auch ein bisschen hier der Pflicht nachgehen und deswegen hier die Hauptcharaktere und ihre Sprecher. Als allererstes natürlich Batman alias Bruce Wayne, der gesprochen wird von Sascha Rotermund, der deutschen Stimme von Benedict Cumberbatch. Sein Name ist Jerry Greensmith. Er stammt aus Des Moines, Immobilienmakler, treuer Ehemann. Vater zweier Kinder. Er war 4 Jahre lang verschwunden und wurde für tot erklärt. Er tauchte in Gotham City auf, trieb sich in Port Adams rum und betrank sich, wenn er es sich leisten konnte. Seine Kumpane mochten ihn. Vor 2 Wochen verschwand er aus der Gegend. Nicht, dass er vermisst gemeldet wurde. Eben.
Ebenfalls mit an Bord ist der Butler von Bruce Wayne, Alfred Pennyworth, gesprochen von Jürgen Thormann, der deutschen Stimme von unter anderem Michael Caine. Aber was Theresa Williams macht, ist wichtig, Sir. Wie Sie doch selbst so treffend formuliert haben, Mrs. Williams befindet sich ebenfalls auf einem Kreuzzug. Einem Kreuzzug für Gotham City, genau wie Batman. James Gordon wird gesprochen von Rent Reins, der deutschen Stimme von Don Johnson. Feely ist noch immer ein potenzieller Verdächtiger im Mordfall Theresa Williams und fällt somit in ihren Zuständigkeitsbereich. Somit sollte ihre Priorität bei Feely liegen. Ich weiß selber, dass er wahrscheinlich nicht der Mörder ist. Falscher Modus operandi. Und außerdem wurde sie mit einem 9mm-Geschoss aus einem Scharfschützengewehr russischen Fabrikats getötet. Diese Information halten wir aber noch von der Presse fern. Von mir wird hier an dieser Stelle ein Bösewicht genannt, da er in mehreren Staffeln auftritt. Und zwar der Joker, der gesprochen wird von Christian Rudolph, der noch keine feste Hollywood-Persönlichkeit spricht und deswegen hier für sich alleine steht. Dieser Inspektor kam mir doch sehr vertraut vor. Sogar sehr vertraut. Aber die Sache mit der Tür. Nein, darauf falle ich nicht rein. Oder etwa doch? Den guten alten Huch, die Tür ist ja offen. Gehe ich mal raus? Ups, da sind ja Wächter. Guten Tag, Herr Jokerstiefel ins Gesicht gefällig träg. Außerdem treten über alle Staffeln verteilt weitere Figuren in Erscheinung, welche dann aber entweder nur in einer Staffel bleiben oder mehrere kleine Rollen übernehmen. Deswegen werden diese jetzt hier nicht genannt, da es schlichtweg zu viele sind. Wir sind wieder an diesem Punkt hier angelangt und zwar bei meinem persönlichen Fazit. Die Batman-Hörspielstaffeln bieten actionbetonte Unterhaltung und vor allem Batman. Die Geschichten sind spannend erzählt und bieten viele Kämpfe, Verfolgungsjagden und Explosionen. Dadurch schafft es das Hörspiel auch, dass die meist 60 Minuten langen Folgen recht schnell und temporeich vergehen. Die akustische Untermalung trägt hierbei ebenfalls einen großen Anteil bei. Die Serie ist wirklich opulent ausgestattet und fährt in allen Szenen einiges auf, um so atmosphärisch und lebendig wie möglich zu wirken. Die Musik ist düster und unheimlich. Den Szenen wird dadurch zur passenden Stimmung geholfen. Die Geräusche sind vielfältig und häufig eingesetzt, einige Male auch recht laut im Vordergrund zu vernehmen. Dem Hörer fliegt regelrecht einiges um die Ohren. Das Verständnis der Dialoge leidet aber nicht darunter. Die Sprecherauswahl ist in der gesamten Hörspielwelt anerkannt und geschätzt. Trotzdem muss ich Sascha Rotermund besonders ein Kompliment machen, da er es geschickt meistert, Batman und Bruce Wayne als zwei unabhängige Persönlichkeiten auftreten zu lassen und mit jeweils ganz eigenem Grundton auszustatten. Insgesamt betrachtet hat mich die Serie von Anfang an positiv überrascht. Wer also eine actionreiche Superhelden-Serie mit dichter, packender Atmosphäre, einer guten Story und Batman sucht und über kleinere Schwächen hinweghören kann, ist mit dieser Serie gut beraten. Und hey, es ist Batman. Auf den Straßen dieser Stadt treibt das Böse sein Unwesen. Es hält Gotham City fest im Griff. Nun ist es an mir, dem kriminellen Treiben ein Ende zu setzen. Am Tage bin ich Bruce Wayne. Doch nachts bin ich der dunkle Ritter. Ich bin Batman.
Das soll's dann auch schon wieder gewesen sein mit dieser Episode von Playdoms Hörspielecke und diesem Mann. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und wir sehen uns dann auch beim nächsten Mal wieder. Aber vorher noch die Frage wie immer. Habt ihr Verbesserungsvorschläge für das Format oder wollt ihr, dass ich ein besonderes Hörspiel vorstelle? Dann schreibt es unten in die Kommentare. Von daher bedanke ich mich, dass ihr zugeschaut habt und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Morgen, Nacht, Abend, je nachdem, wann ihr diese Folge schaut. Ich hoffe, bis zum nächsten Mal oder bei einem anderen Format. Auf Wiedersehen und tschüss.